Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem Kochstudio. Nachdem ihr mitbekommen habt, dass ich sehr gerne Beef Jerky esse, habt ihr gemeint, hey, mach's doch einfach selbst, das ist doch total günstig. Und ich habe gesagt, wie selbst machen, was? Labert ihr doch. Dann habt ihr mir einige Rezepte geschrieben und ich habe gemerkt, dass es wohl sehr einfach ist, Beef Jerky selbst zu machen. Und dann habe ich es einmal selbst getestet und es hat wirklich gut geklappt. Und jetzt will ich euch zeigen, weil ihr auch danach gefragt habt, wie ich es gemacht habe. Mit am wichtigsten bei der ganzen Geschichte ist eigentlich die Marinade, also der Saft, in dem man dieses Fleisch einlegt. Ach, das Fleisch, Moment, das habe ich doch extra da hinten steht. Ich habe mir jetzt ein Kilo geholt, aber ich zeige euch das Ganze jetzt mal nur mit einem mit 500 Gramm. Ach, obwohl, ich habe mir Rinderrouladen geholt, da hat das Kilo 8 Euro gekostet. Hier diese Packung 500 Gramm, 4,17 Euro. Und man merkt alleine hier schon dran, wie man Geld spart. Also man hat hier schon ein halbes Kilo für 4,17 Euro. Wenn ihr euch überlegt, diese Originalpackung von Beef, ich weiß nicht, wie der Hersteller heißt, die kosten 4 Euro noch was für 75 Gramm. Also nehmen wir einfach mal aufgeschlagen 5 Euro pro 100 Gramm. Dann zahlt ihr für 500 Gramm bereits 25 Euro. Das ist schon wirklich viel. Und wenn ihr euch überlegt, ihr holt euch einfach zwei Packungen davon, also ihr könnt ohne Probleme ein Kilo machen im Backofen. Das wären 50 Euro für ein Kilo Beef Jerky, das ihr euch ziemlich einfach selbst herstellen könnt. Nun ja, beginnen wir einfach mal mit der Soße. Ich mache das noch so lange in den Kühlschrank. Ich will ja nicht verrecken. Bis wann hält das eigentlich? Ja gut. Also, ich habe noch die Knoblauchpresse vergessen. Und sorry wegen dem Licht, ich habe den Strahler jetzt nicht mehr hier, leider. Und deswegen ist alles so kacke belichtet. Das suche ich gerade. Ach ja, die Knoblauchpresse. Wir sind ja nicht blind und darum ist es gar kein Problem. Voll die Fancy Pants Knoblauchpresse. Im Messer auch noch, im Messer wäre auch noch gut. Diese Vorbereitung ist natürlich extrem wichtig, essentiell. Ich schneide zuallererst mal ganz kurz hier das Stückchen vom Knoblauch ab. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das einfach alles so zeige im Detail oder ob ich da durchspule, ob man überhaupt das hört, was ich jetzt hier gerade sage, keine Ahnung. Es ist halt im Leben, weißt? Mal geht's gut und mal nett. Also, ich habe, wie gesagt, schon einmal die ganze Chose gemacht und da habe ich einfach alles so nach Gefühl gemacht. Und alle schreien jetzt und sagen, nein, ich brauche genaue Angaben. Aber ich habe keine genauen Angaben. Ihr macht so viel Olivenöl hier rein. Einfach, dass es den Boden von genau dieser Glasschüssel bedeckt. Ihr müsst euch diese Glasschüssel besorgen. Ja, das soll ja kein Rezept sein. Ihr wollt ja nur wissen, wie ich das mache. Man kann das, wie gesagt, einfach nach Augenmaß machen oder halt dann probieren. Das ist, ja. Vielleicht fülle ich später noch ein bisschen was nach. Es muss einfach fürs Fleisch reichen am Schluss, diese ganze Geschichte. Dann nehme ich die Knoblauchzehen. Zack, zack. So. Muss ein bisschen die Zähne zusammenbeißen beim Drücken, weil das halt auch schwer ist. Den Rest auch auf jeden Fall mit dazu. Wir sind ja Männer, beziehungsweise männliche Frauen, aber trotzdem schön feminin aussehend. Ach Gott, bin ich ein Koch. Ach Gott. Die Frau, die den hat, die kann sich glücklich schätzen. Jetzt habe ich die Spülmaschine gerade an, wahrscheinlich hört ihr es, ne? Profi, Profi. So, und dann kommt der ganze restliche Spaß. Hier macht ein bisschen Ketchup rein. Ich habe hier noch sowas vom Burger King. Und sowas soll man ja auch aufbrauchen. Also rein mit der Schose. So. Es kommt bei dieser Marinade wirklich einfach auf euren Geschmack drauf an. Also deswegen gibt es da auch kein grundsätzliches Gut oder Schlecht, sondern es muss euren Geschmack eben einfach treffen. Also das, was ich jetzt hier herstelle, ist so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen wie dieses Honey irgendwas. Obwohl ich kein Honey benutze, sondern Ahornsirup. Schön rein mit der Geschichte. So. Ja, kommt noch ein bisschen. Ich habe es nämlich gern, wenn es so ein bisschen feurig, aber auch zugleich süß ist. Dann Koks. Natürlich ist das Salz. So. Dann machst du Pfeffer rein. Dann habe ich hier noch einmal scharf, also Chili und einmal Paprika. Ich weiß nicht mehr, was was ist. Ah, okay. Okay, das ist scharf. Dann ist das Paprika. Ja. Und dann habe ich hier noch so eine Barbecue-Soße. Die habe ich letztes Mal einfach mit dazu gemacht, weil die leer werden muss. Und die mache ich jetzt auch wieder mit dazu, weil die leer werden muss. Und jetzt kann man schon rühren. Aber ich habe mir natürlich auch keinen Rührer zurechtgelegt. So, also, wie der aussieht. Alter, das ist ein altes Ding da. Nee, den kann ich nicht benutzen. Den kann ich nicht benutzen. Wie sieht denn das Ding aus? Halt, nein. Jetzt habe ich halt so einen Riesenrührer, egal. Und jetzt schön hier mal vermengen. Ich sehe jetzt schon, dass das einfach zu wenig Öl ist. Also für ein Kilo Fleisch zumindest ist das auf jeden Fall zu wenig. Weil jetzt gleich gewisse Dinge kommen, die ihr eh nicht angucken könnt, weil die stundenlang dauern. Sage ich euch einfach schon mal, was dann passiert. Also man legt dann eben das Fleisch in die Schose hier ein. Ja, probiert es ruhig mal zwischendurch mit einem kleinen Finger und guckt, wie es euch so mundet. Ach ja, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Sojasauce. Muss da auf jeden Fall noch mit reingeschüsselt werden. Wartet kurz. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich versuche das dann einfach in der Videobeschreibung irgendwie alles schön aufzuschreiben, dass ihr da nicht lange rumsuchen müsst. Wo ist denn die verschissene Sojasauce? Hört auf zu fluchen bei so einem Video. Das sind vielleicht Hausfrauen. Hallo? What the fuck, was ist denn das? Sojasauce, ein Liter. Ach Gott. Sojasauce. Ich habe es ja echt gefunden. Ich bin ein Tier.
Da macht er einfach mal ein Schlückchen rein. So, oh shit. Vielleicht auch ein bisschen Essig? Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Essig? Habe ich letztes Mal Essig reingemacht? Ich habe letztes Mal einfach nur aus Spaß alles zusammengeschüttet und es hat ultra gut geschmeckt. Nee, Sojasauce ist unser Essig. Das passt schon. Das ist einfach, wie jeder 3, 4, 5 oder 8 Sterne Koch weiß, ist Sojasauce ja praktisch sowas wie Essig. Nur halt in jung. Jetzt probieren wir mal. Boah, schmeckt ultra gut. Einfach mal hier den Knüller getroffen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht noch ein bisschen süßer machen soll. Wisst ihr was? Ich mach's süßer, aber ich hol noch etwas Zucker. Zucker, 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 Zucker. Zucker, 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 Zucker. Bom, 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 bom. Guten Tag. Ja, das ist der Zucker. Jetzt nehme ich mir davon einmal eine Prise und dann noch eine weitere Prise. Und schon ist es exquisit. Exquisite Cuisine. Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Man vermischt dann das Fleisch mit dem Zeug. Es ist einfach viel zu wenig. Ich mache heute nur 500 Gramm. Ist in Ordnung. Nee, es ist Schwachsinn. Eigentlich muss ich schon das Kilo machen. Einfach nochmal einen ordentlichen Schwung von allem rein. Ja, also was ich euch dann aber jetzt noch erzählen wollte, was dann daraus wird. Ihr legt das Fleisch dann ein, am besten in euer Gefäß, in dem eben auch die Soße war. Also ich packe hier gleich alles rein, lasse es zusammen vermengen und so und lasse es dann da drin liegen. Mache eine Frischhaltefolie drüber und legt das in den Kühlschrank oder stell das, hoppala. Somit ist das dann erstmal fertig und dann lasst ihr das einfach vorneweg mal 12 Stunden, am besten 24 Stunden stehen. Und dann ist es soweit für den Backofen. Macht das am besten auf Roste drauf, also nicht hier auf dem Backblech, sondern auf Roste, damit es ein bisschen abtropfen kann. Unten macht er halt einfach ein Gefäß hin und dann lasst ihr das 6 Stunden bei ungefähr 50, 60 Grad. Ich habe es letztes Mal tatsächlich so gehabt, dass ich am Anfang 50 und dann ab der Hälfte 60 gemacht habe. Aber ich denke, es geht auch durchgehend 55 Grad, solange lasst ihr das dann im Ofen. Ihr guckt dann einfach ab und an rein, ob es eben die gewünschte Durchjung hat. Durchjung, das ist ein Wort aus der französischen Küche, das kennen nur die wenigsten. Klar, ich als Meister in meinem Metier kenne mich da so ein bisschen aus und ich stelle gerade alles zurück. Nicht wundern, dass ich manchmal nicht da bin, denn ich muss gleich klopfen. Da springt das alles nur rum. Und ja, ganz am Schluss, ich weiß nicht, ob das dann hier in dem Video noch drin ist, aber ich hätte es natürlich schon gerne drin, zerschneidet man dann das Fleisch am besten mit einem Riesenmesser in die gewünschte Stückelung. Ja, und dann ist es fertig. Und dann habt ihr euch ein Kilo Beef Jerky gemacht. Natürlich verliert das ein bisschen an Gewicht, klar, beim im Backofen. Aber trotzdem kommen wir nun zum aufwendigen Teil, und zwar dem Klopfen des Fleisches. Da ich ein kleines Manko habe und zwar kein Klopfding besitze, wir hatten zwar mal so einen richtig schönen Hammer, so einen aus Stahl oder so mit schönen Spikes dran. Aber da wir den nicht mehr haben, mache ich das, so wie beim letzten Mal auch, einfach mit dem Topf. Das ist einfach nur dafür, dass dann gleich das Fleisch halt noch dünner ist. Die sind schon ziemlich dünn, aber ja, das ist mein Topf. Boom. Jetzt mache ich mir eine zweite Folie ab, damit ich den Topf nicht dreckig mache. Das Fleisch liegt dann praktisch zwischen den Folien. Natürlich gucken, dass ihr saubere Hände habt, ja. Ich will keinen von euch gerade vom Klo kommen sehen und dann direkt da mit dem Fleisch arbeiten. Nee. Und jetzt holt ihr euch einfach das Fleisch da raus, schön auseinander machen. Und man sieht schon, es ist, ich zeige es euch noch für die Kamera, es ist schon sehr dünn. Aber Beef Jerky ist noch ein bisschen dünner und wir wollen das genauso haben und darum breiten wir das hier aus, gucken, dass natürlich jetzt schon hier keine Knoddel drin ist. Dann legt ihr das hier drauf, damit euer Schlagutensil, also naja, mit dem Hammer ist es egal, den Hammer benutzt ihr voll da drauf, das ist klar. Aber ich mache es jetzt mit dem Topf und deswegen mache ich das so, dass der Topf nicht dreckig wird. Und dann bearbeite ich das Ding. Und wichtig ist dann dabei noch, das habe ich mir letztens halt gedacht, dass man es danach vielleicht noch ein bisschen durchsticht. Weil an so einem Hammer sind eigentlich so Spikes, damit das auflockert und so richtig reinlockert. Und damit eben auch die Marinade, die Soße, die wir gemacht haben, dass sie da auch schon reinsickern kann. Ich weiß nicht, ob das auch geht, wenn man das nur platt kloppt und eben nicht diese Löcherchen macht. Dieses Mal, letztes Mal habe ich es nicht gemacht, dieses Mal werde ich mit einer Gabel noch so ein bisschen reinstochern. Okay, also jetzt klopfe ich. Und das macht einen Heidenspaß, oh Gott! Stellt euch einfach vor, es wäre irgend so ein Barstutt. Okay, also, man sieht schon, es ist schon so dünn wie Papier. Klebt es auch ein bisschen an der Folie, falls ihr eine benutzt habt, seid ein bisschen vorsichtig. So, dann verkehrt herum hinlegen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, aber es ist jetzt deutlich dünner. Eigentlich hat das jetzt die perfekte Dünne erreicht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt echt reinstochern soll. Es sieht an sich gut aus. Habe ich vielleicht so eine Rolle, wo ich drüber rollen kann? Wisst ihr, ich hab das letzte Mal hier irgendwie nicht zurechtgefunden. Da habe ich noch alleine gewohnt irgendwie. Na Gott, habe ich gesagt. Ich lasse es jetzt mal so. Folgendermaßen läuft es jetzt ab. Ich nehme dieses dünne Läppchen. Ich mache das kurz weg. Ich hole das her, dass ihr das seht. Und jetzt mache ich es einfach hier rein. Aber schon, dass alle Seiten gut beschniedelt sind. Ja? Auch ein Wort aus dem Fach. Jargon, tut mir leid, dass ich mal in diesen verfalle, aber ich komme halt einfach vom Fach. So, das war schon mal eine dumme Idee, das ja jetzt direkt zu machen, weil ich ja jetzt Kackhände habe. Macht es erst, nachdem ihr alles geklopft habt, einzeln an das Fleisch rein, ja? Nur, dass wir uns richtig verstehen.
seine Scheiße. So, wie gesagt, dann erstmal weiterklopfen. Das nächste Stück. Und weiter geht's. Schalala. Die zweite Packung hat richtig dicke Fleischlappen. Da muss ich dann noch mal ein bisschen krasser kloppen. So, jetzt mache ich ja die Vermengung einfach weiter. Also ich mache immer einen Lappen komplett fertig, lege den an die Seite und schiebe den nächsten nach unten. Das ist eine Sache, wie die könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist völlig irrelevant. Auf jeden Fall sollte eben alles genug Soße abbekommen. Also es sollte komplett darin eingelegt sein. Und dann wird es auch. Also die Idee kam komplett von euch, dass man das ja einfach selbst machen kann. Also ich wusste auch, dass man es selbst machen kann, aber ich dachte, es wäre sau schwierig. Ich dachte, man braucht dafür eine Trockenkammer und dies und das und was weiß ich alles. Also vielleicht braucht man da auch extra für dieses, was halt auch ewig hält, dann so eine Trockenkammer. Das, wenn das fertig ist, dann ist es nicht so trocken, wie jetzt das Trockenfleisch, das man eben kaufen kann. Das heißt, das hält nicht so lange. Also das könnt ihr nicht einfach dann Jahrzehnte da rumstehen lassen. Aber es ist eben auch so lecker, dass man das nicht ewig rumstehen lässt. Also ich habe, ja, die 500 Gramm haben bei mir noch nicht mal ganz 2 Tage gehalten. Wobei ich aber auch echt ein richtiger Fleischfresser bin. Also ich bin echt ein Schweinepriester, was das angeht. Ich kann jeden Tag kiloweise Fleisch essen, obwohl ich natürlich genau weiß, dass es jetzt nicht so optimal ist. Aber hey, oder? Andere Rare, ich esse halt Fleisch. Irgendwie wird der Krebs schon kommen. So, jetzt habe ich alles erwischt. Jetzt lassen wir das hier schön liegen. Und wir waschen uns mal wieder die Patschehändchen. Sorry, dass ich die Kamera nicht mitnehme, aber ich habe die ja so schön aufgebaut und bin zufrieden, wie sie da gerade steht. So, stimmen wir das da ab. Ich konnte das noch nie mit diesen blöden Packungen. An den Packungen ist doch auch irgendwie sowas zum Abreißen. Wenn ich das damit mache, zerreiße ich mir die Frischhaltefolie und zerkrumpel sie direkt. Die Dinger hier sind echt zum Kotzen, was für ein Scheiß. Wir hatten einmal so Frischhaltefolie mit so einer ganz kleinen Metallsäge im, ja, in der Verpackung. Damit ging's. Aber der Scheiß. Da ziehe ich einmal dran, dann reiße ich die Folie ab, zerknüll sie in der Hand, wie so ein Vollidiot. Und meine Freundin guckt mich an und sagt, Schatz, gib her. Und sie macht es perfekt. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist Zauberei. Das ist irgendeine Frauengeschichte. Ach so, jetzt ist doch der Kühlschrank nicht aufgeräumt. Leute, willkommen beim Kühlschrank aufräumen Simulator 98. Wenn euer PC noch Windows 98 hat, dann wird das funktionieren. Dann schon mal viel Erfolg an euch. Und jetzt kommt für euch direkt die Auflösung. Von dem Fleisch. Für mich dauert es noch ein paar Tage. Hier sieht man es jetzt, das Fleisch. Es ist jetzt gerade fertig geworden. Ich habe schon eins raus. Ich nehme jetzt auch noch mit der Videokamera, also die Voice, auf. Und hier liegt schon das erste Stück. Das schneide ich jetzt gleich klein. Guckt euch das gute Stück an. So, und jetzt ist es geschnitten. Und jetzt sehen wir mal ein Stückel da. Mhm. Lecker.